Because that's not the American dream. That's an American nightmare. Das sind Bilder, wie man sie eigentlich nur von früher aus Indien kennt, und heute gehören sie in den Vereinigten Staaten zur Realität. Tausende von Migranten fahren auf einem Güterzug über die Grenze. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Marktmobil aktuell. In den letzten Wochen und Monaten habe ich euch immer mal wieder davon berichtet, dass an der amerikanischen Südgrenze ein großes Chaos herrscht, seit Joe Biden im Weißen Haus die Macht übernommen hat. Aber so richtig weiß man nicht, wie ist denn die wirkliche Lage dort unten momentan. Das hat auch Elon Musk beschäftigt, und deswegen ist er am Donnerstag an die Südgrenze gefahren und hat dort mit Offiziellen zusammen ein Video aufgezeichnet, wo er die aktuelle Lage bespricht. Dieses Video ist inzwischen von 100 Millionen Menschen gesehen worden, und ich habe es für euch in die deutsche Sprache übersetzt. Hier ist Elon Musk. Yeah, so here we are at Eagle Pass, and we're going to be meeting with the. Wir sind hier in Eagle Pass und treffen uns mit den wichtigsten Beamten der Strafverfolgungsbehörden, die für den Bereich verantwortlich sind. Wir wollen hören, was hier genau passiert, damit Sie es selber sehen können. And we'll hear directly from them and see exactly what's going on for yourself. So, with that, let's. Yes, I'm Tony Gonzalez. I'm the local congressman here in the district. My district is. Ich bin Tony Gonzalez, der Kongressabgeordnete von dem Distrikt hier. Mein Gebiet umfasst 1300 Kilometer Grenze mit Orten wie Eagle Pass, El Paso, Uvalde und Del Rio. Wir sind hier im Epizentrum dieser Krise, und ich möchte sagen, dass viele von meinen Sheriffs und Beamten einfach vergessen werden. Deren Geschichten hört niemand oder kaum jemand. Der erste, den wir hören wollen, ist Randy Brown. Er ist der Sheriff von Medina County, das ist ungefähr eine Stunde weg von hier. Randy steht hier hinter uns. Kommen Sie mal rüber, Randy. Was passiert denn gerade in Ihrem Bezirk? The question I have is what's happening in your county? This is 100 miles away. Ich will nur noch mal dran erinnern, Sie sprechen hier zu ganz Amerika, und die Leute wollen einfach nur verstehen, was genau hier passiert. Well, you got to go back some time, and whenever the open border policies from the White House kind of got thrown out there. Da müssen wir zunächst mal zurückschauen. Als die neue Grenzpolitik aus dem Weißen Haus kam, da sind wir regelrecht überrannt worden. Wann war das denn, will Elon Musk wissen. Und der Sheriff muss kurz nachfragen. 2 Jahre etwa ist das her. Seit 2 Jahren kämpfen wir nun dagegen. Diese Politik ist eine Einladung, so verstehe ich das. Die im Weißen Haus haben keine Ahnung, was hier vor sich geht. Wenn die es wüssten, dann würden die sich kümmern. Maybe they would care. Maybe they would. I don't know. How does the train impact you? The trains have been a big story lately. Diese Züge hier sind in der letzten Zeit eine große Geschichte gewesen. Wenn Sie die Bilder sehen, wo tausende Leute auf einem Zug sitzen, das beginnt hier. Die kommen hier rüber, und von hier aus fahren sie weiter in die großen Städte wie San Francisco und so weiter. Big cities like San Francisco. 3 major rail lines come through my county, and almost the illegals ride. They actually control the trains because they know how to. Bei uns in Medina County kommen 2 Hauptstrecken rüber. Und eigentlich sind es die Illegalen, die diese Züge kontrollieren. Denn die wissen, wie man am Waggon die Bremse festdreht. Der Lokführer sieht dann über seine Wärmesensoren, dass er anhalten muss, und die Illegalen springen runter. Dann stehlen sie Fahrzeuge überall. Beinahe jeder von ihnen ist mit einem gestohlenen Auto unterwegs. Deswegen werden wir aktiv. Bei ihrer Flucht steigen sie dann über Zäune, rennen über Privateigentum, zertrampeln Bewässerungsequipment, das für die Bauern wichtig ist. Sie machen vieles kaputt. Und auch wir machen manchmal Dinge kaputt, um sie aufzuhalten. Wir versuchen dort oben die Grenze zu schützen, weil sie hier 150 Kilometer entfernt nicht geschützt wird. Wir machen das hier, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie die Situation wirklich ist. Die meisten kennen den Umfang ja gar nicht. Können Sie kurz sagen, wie hier die Lage ist? For the general public, it would be helpful. What terrifies me the most is we're seeing historic numbers, historic 11,000 people. Was mich am meisten besorgt, sind die historisch einmaligen Zahlen. 11.000 Leute kommen jeden Tag rüber. Alleine hier in Eagle Pass sind es 2.500 jeden Tag. 5.000 Leute sitzen hier in Haft. Was mich aber besorgt ist, dass es sich alles so normal anfühlt, weil sie es in den Nachrichten nicht hören.
Hier ist gleich ein Golfplatz gegenüber, wo wir stehen. Dort drüben spielen Leute Golf, als wäre alles normal, während hier Menschen illegal die Grenze überqueren. Das ist wie eine verkehrte Welt. Und wie Elon schon gesagt hat, ich selber bin für legale Migration. Aber wenn sie diese illegale Einwanderung zulassen, dann untergräbt das alles. You completely undermined it. I think you're, like the stuff they were talking about in the car, yeah. Magnitude of the situation. Magnitude of it, yeah. So, the fact that we are seeing all-time highs. Sie haben mir auf der Fahrt hierher vom Umfang dieser Situation erzählt. Sie erleben ja hier nie dagewesene Rekordzahlen, auch bei den Kosten. Das sind sehr wichtige Punkte, die in der Öffentlichkeit wahrscheinlich gar nicht so klar sind. Ist dieser Zustand stabil oder verschärft sich diese Krise noch? Das wird nicht besser, es wird eher noch schlimmer. Letzten Freitag haben wir die Rekordzahl von 11.000 Illegalen gezählt. Und am Montag ist diese Zahl noch einmal angestiegen. Heute ist Donnerstag und erneut erleben wir einen Rekord. Das läuft alles in die falsche Richtung. Das sind nur die Zahlen von dieser Woche. Wie wird das in 2 Wochen sein? Das ist der falsche Weg. Wir sehen also historische Rekordzahlen und die nehmen weiter zu. Ja, und es weitet sich auch aus. Hier geht's nicht mehr nur um das eine Gebiet oder um den einen Bundesstaat. Wir reden heute genauso von New York, von Chicago, von L.A., von Denver und all den anderen Orten. Die Krise weitet sich überall aus. Sie läuft immer weiter und bläht sich auf. Und um mal eine Zahl zu nennen, wir reden hier von 2000 Leuten, jeden Tag, nur an diesem einen Ort hier. That's like over 700,000 a year. Just in this one location, yeah. Okay, 700,000 illegal immigrants a year. Das sind mehr als 700,000 Illegale pro Jahr. Das ist mehr als die Einwohnerzahl vom Bundesstaat Wyoming. Und wir reden hier nur von diesem einen Grenzübergang. Können Sie sagen, wie viele das insgesamt von der ganzen Grenze sind? Okay, that's just one location. What is this? What is the total number from all locations, roughly? The millions. I mean, it's literally millions. Millions. Das sind Millionen, buchstäblich Millionen. Zu denen kommen aber auch noch eine hohe Dunkelziffer, von denen wir gar nichts erst erfahren. Not always, but the absolute number is much higher. Much higher. Die eigentliche Zahl ist also noch viel höher. Ich denke, das ist wichtig für die Zuschauer zu wissen. Wie lauten denn die offiziellen Zahlen? Is the official number something like 2 million or something? Where is it? It varies. It depends on who you ask. Das kommt drauf an, wen Sie fragen. Ich habe Zahlen gesehen, die bei 2,6 Millionen lagen. Und diese Zahl hat sich in den letzten 3 Jahren jedes Jahr verdoppelt. Es verschärft sich. Die kommen nicht mehr nur aus einem Teil der Welt, sondern aus allen. It's not just one part of the world either. It's all parts of the world that are coming. In El Paso, I think that's actually an important point to make, because Star Trek think, well, it comes from Mexico, but this is not the reality. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, denn die meisten denken, die kommen nur aus Mexiko, aber das stimmt überhaupt nicht. Das hier ist also eine Grenze, die offen ist für die ganze Welt. Es gibt ungefähr 350 Millionen Menschen in den USA. Und diese Grenze hier ist offen für Milliarden von Menschen. Und nur ein kleiner Prozentsatz kommt aus Mexiko. Ja, dieser Sheriff hier arbeitet 100 Kilometer von der Grenze entfernt. Welche Nationalitäten haben Sie denn in Ihrem Bezirk festgestellt? What type of nationalities are coming through your, you know, we're seeing anywhere from Honduras, El Salvador, Ecuador, stuff like that, even Wir sehen alles Mögliche. Honduras, El Salvador, Ecuador, so ziemlich jedes Land. Es kommt sehr selten vor, dass wir einfach nur jemanden aus Mexiko treffen. Und wie groß ist die Belegschaft in Ihrem Sheriffbüro? Wir haben gerade 16 Mann, die auf Patrouille gehen können. Und wie viele sind davon gleichzeitig im Einsatz? Das sind höchstens 2. How many do you have on call at one time? Maybe 2 at most happen. 2 law enforcement officers. 2 Vollzugsbeamte für einen ganzen Bezirk. Ich meine, bei uns sind die Bezirke so groß wie anderswo ganze Bundesstaaten. Und die haben 2 oder 3 Leute, die versuchen, das abzudecken. Damit sind die lokalen Gemeinden völlig überfordert. Früher gab es hier mal Grenzpolizisten, die Grenze gesichert haben. Aber die sind jetzt mit der Abfertigung beschäftigt. Die fallen komplett weg. Nun müssen diese Lokalpolizisten die ganze Arbeit machen. Mein Bezirk alleine hat 2.500 Quadratkilometer. Das ist unmöglich zu stemmen. There's almost no repatriation. Right. This is another thing that I found surprising.
Sie haben gesagt, dass es so gut wie gar keine Rückführungen gibt. Für mich war das überraschend. Wenn jemand erstmal reingekommen ist, dann ist er drin. Der wird nicht zurückgeschickt. Aber theoretisch, wenn man sie zurückfliegen würde, der Präsident von Guatemala hat zum Beispiel gesagt, er würde sie alle zurücknehmen. Alles, was wir tun bräuchten, wäre, ihn zu fragen. Das Weiße Haus müsste nur anrufen. All you gotta do is ask. Oh, yeah, yeah. Ask is just call. So why don't you do the call? Exactly. Okay. And every white... It seems like that's like another difficult thing. Elon, every white... Netflix on that. Jede US-Regierung, egal ob Obama, Clinton, Bush, jede US-Regierung hat das auch gemacht. Sie hatten alle ihre Beschränkungen an dieser Grenze, weil sie wussten, wenn wir alle reinlassen, dann wird uns das umwerfen. Halte dich an die Gesetze und wenn du nicht asylberechtigt bist, dann schicken wir dich zurück. Die wussten, wenn sie so vorgehen, dann nimmt das den Druck raus. Aber die Biden-Regierung macht das nicht. This administration hasn't done that yet. Okay, so, es sind also offiziell 2,5 Millionen Illegale. Und wenn man die Dunkelziffer noch dazu nimmt, dann liegen wir vielleicht bei 4 oder 5 Millionen. Wie viele von denen sind denn in ihre Länder zurückgeschickt worden? How many of the 4 or 5 million illegal immigrants are sent back to their countries every year? I'll give you an example. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der Del Rio-Sektor hier ist einer von insgesamt 9. Wir haben um die 2500 illegale Migranten jeden Tag. Und zurückgeschickt werden, 0. Zero back. Zero. 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 So another, look, zero is a quite a small number. Exactly. Okay, let's just literally zero. Null, das ist nicht besonders viel. Es gibt also gar keine Rückführung, das ist doch verrückt. What is happening is, at best. Was bestenfalls passieren kann, ist, dass sie zu einem anderen Teil der Grenze schicken, aber nicht zurück in ihr Heimatland. Schlimmstenfalls, und hier würde ich gerne mal den Bürgermeister hören, schlimmstenfalls finden sie keinen Ort mehr, wo sie sie hinschicken können, und dann werden die einfach auf die Straße entlassen. Führen Sie sich vor Augen, was das für Ihre lokale Gemeinde bedeutet. What that does to your local community. This is the mayor of Eagle Pass. Hallo, ich bin Rolando Salinas, der Bürgermeister von Eagle Pass. Oh, nice sound. Oh, thank you. Yeah, just in case people are wondering whether Eagle Pass is like a run. Eagle Pass ist eigentlich eine hübsche, aufgeräumte Stadt. Thank you so much. Yeah. We're at a city of 28,000 people. Oh, danke schön. Wir sind eine Stadt mit 28,000 Einwohnern. Und alleine in den letzten paar Tagen sind 19,000 Illegale bei uns rein. Wir haben einfach nicht die Ressourcen für so viele Leute. So we don't have the resources. More people are coming in by far. Es werden noch mehr Menschen erwartet. Das dürfte ihre Einwohnerzahl übersteigen. Absolutely. We don't have the resources there. We are about the hospital. Erzählen Sie mal das vom Krankenhaus. Das wissen viele nicht. Eagle Pass has one hospital. So you have thousands of people visiting this hospital. People are getting frustrated. The safety is taking a toll. People can't get medical. Eagle Pass hat ein Krankenhaus und derzeit wird es von Tausenden aufgesucht. Die Leute sind frustriert. Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Unsere eigenen Einwohner können nicht behandelt werden, weil sich die Ärzte um Menschen aus anderen Ländern kümmern müssen. Und das Problem ist, dass die für ihr illegales Reinkommen keine Konsequenzen zu erwarten haben. Es ist enttäuschend, dass da keine Änderung in Sicht ist, um diese Frage zu lösen. Sowas sollte keine parteipolitische Frage sein. Aber Sie wissen ja, dass es genau so behandelt wird. Mir ist es egal, ob Sie ein linker oder rechter Amerikaner sind. Jeder ist hier auf die gleiche Weise betroffen. Es ist wie ein Orkan. Wenn ein Orkan kommt, dann erwischt es alle. Und das hier ist nicht anders. Ich denke, wir haben eine Chance, wenn wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Jetzt mit dem Finger auf etwas zu zeigen und zu erklären, wie das alles gekommen ist, das ist keine Kunst. Wir müssen jetzt schauen, wie wir da wieder rauskommen und wirklich greifbare Lösungen finden. Also, das amerikanische Volk versteht jetzt die Größenordnung des Problems und wie schnell es anwächst. Prinzipiell gibt es erstmal keine Lösung dafür. Sie haben ja auch gesagt, dass manchmal Leute mit rüberkommen, wo an den Tattoos erkennbar ist, dass sie Bandenmitglieder sind. Manchmal haben sie auch eine Träne im Gesicht tätowiert. Können Sie mal erklären, was solche Tattoos im Gesicht bedeuten? Am Montag habe ich hier in Eagle Pass eine Einrichtung besucht.
Da war ein Kerl mit Tattoos im Gesicht, am Hals und auf den Händen. Er hatte eine Träne im Gesicht tätowiert. So was machen die sich, wenn sie jemanden umgebracht haben? Die tragen das als Zeichen ihres Stolzes. Wenn so jemand rüberkommt und Asyl beantragt, was machen sie dann mit dem? So I'm in there and I asked the border patrol. So we're talking about a serial murderer. Yes, multiple serial murderer. And da war einer mit ganz vielen solcher Tränen, möglicherweise ein Serienmörder. Ich habe mit dem Chef der Grenzpolizei gesprochen. Der hat den auch auf Spanisch gefragt, ob er vorher schon mal festgenommen worden ist, aber der hat nein gesagt. Der Polizeichef meint, sie hätten keinen Zugriff auf Polizeidokumente in Venezuela und könnten ihn nicht verfolgen, bis er in den Vereinigten Staaten straffällig wird. Also wissen sie nicht hundertprozentig, mit wem sie zu tun haben und lassen ihn laufen. Viele Menschen, die sie hier sehen, fliehen vor Armut. Aber es gibt auch welche, die vor ihrer Verhaftung fliehen. Incarceration. Yes. We are basically... Das ist also ein Ort, wo man dem Gesetz entkommen kann. Danke erstmal. Ich sehe gerade, dort hinten kommt schon die nächste Gruppe rüber. Das ist die Lage an der amerikanischen Südgrenze. Sie ist völlig außer Kontrolle und die Zahl der illegalen Einwanderer übersteigt inzwischen schon die Einwohnerzahl erster Bundesstaaten dort. Und auch wir Europäer sind mit der Migration böse hinters Licht geführt worden. Wenn man sich die Welt mal global anschaut, dann konzentriert sich das ja gerade auf die Vereinigten Staaten und auf Europa. Diese beiden Kontinente oder Teilkontinente werden gerade geflutet mit Migranten. Und gleichzeitig ist uns erzählt worden, diejenigen, die gegen diese Migration sind, sind rechts, sind böse, sind bekämpfenswert. Das ist uns jahrelang vorgegaukelt worden. Das war der Trick dabei. Man hat uns erzählt, das seien dringend benötigte Fachkräfte, die da kommen. Ich habe unmittelbar, bevor ich diese Sendung aufgezeichnet habe, jetzt gerade noch mal auf der Webseite der Europäischen Kommission nachgeschaut. Das stimmt nicht. Diese Migranten arbeiten überdurchschnittlich oft als Reinigungskräfte und Hilfskräfte. Das sind keine Fachkräfte, de facto nicht. Ich schreibe dir die Adresse hier unten in die Ecke. Du kannst es selber nachlesen, es ist auch auf Deutsch. Die Amerikaner und die Europäer werden gemeuchelt, gemordet, jetzt gerade in diesem Augenblick, während eine gigantische Flut von Fremden sich in ihre Länder ergießt und sich das einverleibt, was wir aufgebaut haben. Das war Marc Wobin aktuell für dieses Mal. Bis dann!